Für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Joachim Pfeiffer. Er ist der energie- und wirtschaftspolitische Sprecher seiner Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich vorausschicken, dass für uns als CDU-CSU es globale Herausforderungen gibt, wie die militärische Sicherheit, wie Handel, wie Klimaschutz, und dazu gehört auch die Sicherung der Energieversorgung, die auch globale Antworten braucht, die multilaterale Ansätze braucht. Deshalb sind wir als CDU-CSU, wir als Deutschland, wir als EU gefordert, diese multilateralen Ansätze zu stärken und nicht zu schwächen. Und da komme ich auch gleich dazu, warum wir der Meinung sind, dass Nord Stream 2, und es ist ja auch von Souveränität die Rede, die Souveränität Deutschlands und Europas stärkt und nicht schwächt, und die Multilateralität stärkt und nicht schwächt, und deshalb im deutschen und im europäischen Interesse ist. Souveränität sichert man sich, indem man mehrere Optionen und mehrere Möglichkeiten hat. Und wenn wir die aktuelle Diskussion um den Aufbau von 5G sehen, dann merken wir, dass wir in Europa im Moment und auch in Deutschland nicht mehr über alle technologischen Fähigkeiten und Instrumente verfügen, um eine solche Technologie unabhängig von amerikanischen, unabhängig von chinesischen Technologien aufzubauen. Und deshalb sind wir, glaube ich, gut beraten, dort uns zu überlegen, wie wir dort europäische Kompetenzen stärken. Aber heute geht es um die Energieversorgungssicherheit und um die Energieversorgung. Dort sind wir noch nicht so weit, und dort darf es auch nicht so weit kommen, dass wir die Souveränität über die Energieversorgung verlieren. Und deshalb ist es richtig, dass wir im europäischen Verbund auch die Versorgungssicherheit und die Energieversorgung stärken. Und warum stärkt jetzt Nord Stream 2 Deutschland und Europa? Das will ich Ihnen auch noch mal begründen. Ich hatte das, wir hatten ja schon mehrere Diskussionen dazu auch schon mal erläutert, aber noch mal darlegen. Der Gasverbrauch nimmt zu. Die Erneuerbaren und Gas werden zukünftig das Rückgrat der Energieversorgung bilden. Der Gasverbrauch wird in Europa auf 500 bis 600 Billion Cubic Meters pro Jahr zunehmen. Und wenn dieser Energie- und der Gasverbrauch zunimmt, dann müssen wir uns überlegen, woher das Gas kommt und welche Optionen wir haben. Und im Moment ist die Situation die, dass wir rund 400 BCM über Pipelines aus Nordafrika, über die Türkei, aus Russland nach Deutschland bringen. Wenn jetzt Nord Stream 2 dazukommt, dann kommen noch mal rund 10% des zukünftigen Bedarfs zusätzlich dazu. Das heißt, wir haben mehr Möglichkeiten, um hier Liquidität im europäischen Markt zu sichern und nicht weniger. Wir haben zusätzlich das erwähnte LNG, Liquefied Natural Gas, was zum Beispiel aus den USA, aber auch aus dem Nahen Osten nach Europa kommen kann, und haben auch dort perspektivisch Kapazitäten von bis zu 50%. Wir haben dann noch Speicherkapazitäten von 20%, und wir haben eine Eigenproduktion perspektivisch in Europa auch vielleicht von noch 20%. Das heißt, aufsummiert haben wir im Gas die Chance und die Situation, mehr als 200% oder ungefähr 200% unseres zukünftigen Bedarfs selber zu sichern bzw. über diese Infrastruktur darzustellen. Und genau deshalb ist Nord Stream 2 stärkt die Souveränität, stärkt die Versorgungssicherheit und ist im europäischen Interesse. Es stärkt deshalb auch die Wettbewerbsfähigkeit, weil wir im Binnenmarkt mehr Liquidität haben und damit letztlich wir einen größeren, besseren Wettbewerb haben. Mehr Liquidität, mehr Wettbewerb bringt auch dem Verbraucher etwas durch niedere Preise im Ergebnis. Er stärkt auch die Nachhaltigkeit, weil Gas im Vergleich beispielsweise zu Kohle oder zu Öl einen besseren, geringeren CO2-Footprint hat und eine Gasinfrastruktur auch nicht nur aufs fossile Zeitalter begrenzt ist, weil man über eine Gasinfrastruktur auch zukünftig beispielsweise Wasserstoff oder auch Biogas oder Biomethan über eine solche Infrastruktur transportieren kann. Das heißt, im Ergebnis stärkt
Nord Stream 2 nicht nur Deutschland, sondern auch Europa in der Versorgungssicherheit, in der Wettbewerbsfähigkeit und auch in der Nachhaltigkeit. Und deshalb ist es richtig, dass wir Nord Stream 2 in Deutschland und in Europa weiter verfolgen und unseren Partnern in der Welt klar machen, dass wir für unsere Souveränität uns einsetzen und dafür auch dann klar machen, dass es da keine Abstriche gibt. Und wir werden politisch mit den USA, mit China, mit Russland weiterhin die Multilateralität suchen. Das habe ich eingangs gesagt. Das ist unser Ziel, nicht uns abzuschotten. Aber wir müssen auch deutlich machen, dass wir, wenn es darauf ankommt, auch souverän und unabhängig sind. Und mit Nord Stream 2 stärken wir diese Unabhängigkeit. Vielen Dank.